Zweite Lauftour, neue Gewinner von der ProRacerie 2022. Herzliche Gratulation. Wie fühlt es sich an? Ja, super. Wieder mal eine Meisterschaft können gewinnen seit 2014. Und dann noch so eine hochstehende, super. Ja. Hast du hart müssen kämpfen? Es war nicht einfach in dieser Serie. Du sagst, so eine Höhe, es waren sehr viele namhafte Fahrer mit dabei gewesen. Was hat es schlussendlich ausgemacht, dass du zuoberst stehst? Ja, ganz klar konnte ich ein bisschen profitieren, dass der Nick Pech hatte in Muri und sich verletzt hat. Wenn er voll parat gewesen wäre, dann hätte es sehr wahrscheinlich ein anders ausgesehen. Ich habe Nuller gemacht, Sebersäcke. Ja, der wäre schwierig gewesen zum Aufholen. Auf der anderen Seite eben, es ist Motocross, es kann alles passieren. Und schlussendlich bin ich heute besser Fahrer gewesen. Er war angeschlagen gewesen und das hat dann den ausschlaggebenden Punkt. Ist da gewesen, ja. Heute zum zweiten Lauf noch zweimal Zweiter am heutigen Tag. Wie ist es für dich gelaufen im zweiten Lauf? Ja, perfekt eigentlich. Start Zweiter gewesen. Hinter dem Arno gewusst, Arno kann ich ziehen lassen, da muss ich gar nicht probieren. Ich habe probiert, mein Rennen ins Ziel zu fahren. Und ja, ich konnte es kontrollieren, ich wusste, wo der Nick ist. Und, ja. Wir sind über die Tafel immer wieder berichtet bekommen, welchen Platz er sich im Moment gerade befindet. Zu welchem Zeitpunkt hast du gewusst, wo ich bin? Ja, er war schon mal Zweiter, Dritter hinter mir gerade. Und dort habe ich ihn noch gesehen, immer ein bisschen. Ich wusste, dass ich dranbleiben muss. Und nachher schon irgendwann mal auf der 5. Retour. Und dann habe ich gewusst, jetzt tut es ihm wahrscheinlich zu fest weh. Und jetzt langt es, ja. Jetzt die Biertusche ist schon überkommen. Werden heute Abend noch Kaken geknallt? Ja, mal schauen, vielleicht. Je nachdem, wie lange das geht. Und ja. Morgen wieder arbeiten. Ja, nochmal herzliche Gratulation. Geniesse es auf jeden Fall. Du hast alle begeistert über das Jahr aus. Du bist der Konstanteste gewesen, das darf man glaube ich sagen. Trotz einer schweren Runde, die du noch gehabt hast. Herzliche Gratulation, du hast es verdient. Danke vielmals und danke an all meine Sponsoren, Motorex, KTM, Riding Culture und natürlich auch euch, die das Ganze auf die Beine gestellt haben, immer schön dokumentieren alles. Ja, und natürlich auch all meine Helfer, sonst Familie und alles. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank und eine gute Winterpause bis nächstes Jahr. Danke vielmals.